Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Obscuritas. So, meine Lieben, ja, wir sind wieder am Anfang von diesem wunderschönen Irrenhaus, denn es ist tatsächlich ein Irrenhaus, in dem wir hier rumrennen. Ja, nein. Ja, und ich muss da echt aufpassen. Also ich habe, wie gesagt, beim letzten Mal den Hund gar nicht gesehen. Dementsprechend, weiß ich nicht, war er unsichtbar oder... Aber ich habe ihn auch nicht gehört, ne? Ich habe ihn weder gesehen noch gehört. Ich bin geschrumpft. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass wenn wir hier sind, dass wir plötzlich geschrumpft sind. Echt, wir sind auf einmal so klein. Und ja, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, hier alles nochmal abzuklappern. Und ich habe mich dazu entschlossen, nicht mehr ganz so viel Angst zu haben. Hört, hört. Was Shiva sich nicht alles vornimmt. Das Problem wird wahrscheinlich nur sein, ich bin eine bange Buchse. So. Und wahrscheinlich werde ich mich gleich sowieso wieder erschrecken. Wegen irgendetwas. Hallo? War hier nicht irgendwie was? Ich dachte, hier wäre was gewesen. Oh nein. Ach ja, genau. Hier war ein Schlüssel. Seht da mal. So. Ich darf auf jeden Fall nicht gegen diese Dosen laufen. Am besten, ich mag gar nichts. Ich würde die Tür am liebsten direkt wieder hinter mir abschließen. Ich habe jetzt schon Angst vor dem Drecksköter. Echt mal. Drecksköter, ey. Der ist aber auch so eine Sau. Jetzt renne ich wieder hier rein, obwohl hier nichts ist, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Verdammt, wo bin ich denn das letzte Mal? Oh Gott. Wo bin ich denn das letzte Mal hergegangen? Kann mir das mal einer erzählen? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Also ich bin irgendwie so rumgegangen, ne? Ich bin da irgendwo so lang gegangen. Und dann dachte ich so, gehst du mal da lang? Und dann... Ach ja, hier war ja der Stuhl. Und dann kam Mr. Wuffy und hat gesagt so, ups. Ups, hat er gesagt. Oh. Ich hasse das. Aber ich höre nichts, ne? Nur die Musik. Hallo? Ich hasse den Köter. Oh, Köter. Oh, Mann. Ich hasse ihn so. So sehr wie die Pest. Das ist noch schlimmer als die Pest. Das Schlimme ist, ich werde mich dann wieder ganz doll erschrecken, sobald er mich gekriegt hat. Das ist das Schlimme daran, dass ich mich immer dann so mega doll erschrecke und dann immer so denke, so, oh Gott, ich sterbe. Hallo? Oh Gott. Die Musik, hör auf. Oh, das Spiel ist echt nichts für mich. Ich sterbe hier noch bei dem Spiel. Scheiß Spiel. Ich glaube, hier war der Hund aber auch noch gar nicht, ne? Der hier reinkommt, wenn ich hier reinflüchte in so einen Raum. Oh oh. Das haben wir aber beim letzten Mal nicht gehabt, ne? Das haben wir aber beim letzten Mal, haben wir das aber nicht gehabt.
Warum kann man da nicht durchgucken? Wie arschig ist das? Ich höre nichts. Ich höre nur die Kackfliegen, ey. Warum? Oh Gott. Einfach einen Raum weiter. Okay. Alles gut. Mein Herz. Ich glaube, es setzt gleich aus. Dauert nicht mehr lange. Oh, und die Musik, ey. Die Musik macht mich gerade fertig. Ich weiß gerade nicht, was schlimmer ist. Hund oder Musik? Nelly, rein. Okay. Schön. Jetzt sind wir wieder hier. Also ich glaube, ich bin echt fertig nach dem Spiel. Hier liegt aber auch nichts, ne? Keine Taschenlampe, nix. Oh Gott. Ich frage mich, ob da wirklich ein Hund rumrennt. Ich hab das schon wieder vergessen. Oh mein Gott. Ich werde so sterben. Moment mal, habe ich nicht gesagt, ich will tapfer sein? Oh Gott. Es geht nicht. Aber ich habe mein Herz gerade verloren. Es ist mir in die Hose gerutscht oder so. Okay. Wieder ein Klo. Oh, nee, nicht du schon wieder, du doofer Ballon. Da gucke ich jetzt gar nicht erst hin. Ja, geh halt kaputt. Nur explodier schon, komm. Dich kennen wir schon. Das Geräusch. Das Geräusch ist so eklig. Sag mal, platzt du jetzt mal endlich? Nun platz schon. Los, geh kaputt. Geh kaputt. Geht doch. Hoffentlich hat das der Hund nicht gehört. Oh mein Gott. Oh Gott. Er ist genau vor der Tür. Er ist zumindest genau vor der Tür gewesen. Jetzt traue ich mich wieder nicht raus. Oh, es ist so schrecklich, wenn ich den einmal höre. Ey, dann stehe ich lieber stundenlang hier rum. Oh, Shiva, sie steht und steht und steht. Aber ich höre ihn auch nicht mehr, ne? Ach, wenn wenigstens die Musik mal aus wäre. So, Musik, aus bitte, ich möchte den Hund hören. Ich weiß nicht, wo er ist. Oh Gott. Jetzt hat er mich bestimmt. Oh, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich. Scheiße. Oh Mann. Oh, Mann.
rennt er an mir vorbei und ich kriege einen halben Herzkasper und dann kommt er auch sofort wieder zurück. Ach, Mensch. Ist das grausig. Ist das grausig, ey. Himmel, Herrgott, noch eins. Wer hat sich das ausgedacht, ey? Wer hat sich dieses Spiel ausgedacht? Moment mal, ich kenne denjenigen. Ich werde ihm, glaube ich, mal was auf den Kopf hauen. So geht das nicht. Er sollte keine Spiele erfinden, von denen ich getötet werde. Das ist nicht so gut. So, also ich weiß ja jetzt auf jeden Fall schon mal, was passiert. Weil in welchem Raum lagen die Batterien? Hier. Yippie. So, ich muss doch eigentlich nur oben bei dem Köter dran vorbeikommen. Wieso renne ich nochmal in alle Türen? Ach so, ja. Hier lag der Schlüssel. So. Und jetzt kommen wir eine Etage nach oben. Und da müssen wir dann aufpassen. Weil da rennt der Köter oben. Obwohl, ich glaube, der rennt hier noch gar nicht rum, oder? Ich meine, kann das sein? Ich versuche es jetzt einfach. Ich lasse es jetzt mal voll drauf ankommen. Ich renne hier einfach so durch den Gang. Kenne nix. Habe keine Angst. Ach, da ist der Scheiß. Ja, hier. Hui! Nochmal kriegst du mich nicht. Zweimal hat sie mich gekriegt, jetzt ist Schluss. So, aber hier ist jetzt wieder der Köter. Also der ist im dritten Obergeschoss. Sozusagen. Also. Ich kann den Knopf nicht bewegen. Gott, mein Herz klopferte so. Mein armes Herz. Oh nein. Ich glaube, wenn jetzt ein Arzt neben mir sitzen würde, der würde sagen, oh mein Gott, spielen Sie das Spiel nicht mehr. Ihr Herz, Ihr Blutdruck. Sie müssen sich entspannen. Entspannen Sie sich. Der mich hier sehen kann. Also, ich kann ihn nicht sehen. Okay, ich glaube, er kommt. Ey, wehe, du hast mich jetzt gesehen, du Kackbratze. Ich sehe den nicht. Sag mir Bescheid, wenn er mich wieder erschrecken will. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Hundi! Hundi! Komm bitte! Was ist er denn jetzt? Ich lass lieber die Tür wieder zufallen, ey. Oh Gott. Das ist so anstrengend. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr ein Spiel gehabt, was mich so fertig macht. Ah, ist voll der Psycho hier. Okay, ich glaube, er ist jetzt noch da. Ja, da hinten ist er. Wir laufen, laufen, laufen. Hier rein. Und hier ist natürlich nichts. Yeah, super. Okay, wir sind schon mal einen Schritt weiter gekommen. Hundi. Okay.
rennt gerade hier so dran. Wenn er mich jetzt durch die Tür grapscht, ja, dann hau ich dem André aber eine. Oh Gott. Himmel, Herrgott. Ich habe gerade alles auf den Ohren. Musik, Fliegen, nur den Hund nicht. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo er ist. Ich glaube, er kommt von hier. Geht nach da. Richtig? Scheiß drauf. Ah, mach doch die Tür auf. Was ich hier für eine Panik schiebe, ey. Ist echt nicht mehr lustig. So, Geister bleiben bitte unter ihren Betten. Ja, die kann ich jetzt nicht auch noch gebrauchen. Er hängte bitte auch. So. Das habe ich denen aber gegeben. Okay, ganz ruhig. Ey, mir zittern die Hände. Das ist nicht mehr schön. Bin aber auch ein Schisser hier. Okay, er kommt von da. Oder? Ich will jetzt auch nicht die Tür aufmachen und aufgeben. Blöd ist, ich sehe den immer nicht. Ach, das ist so schön. Ach Gott, ich bin so am Zittern. Ich muss mich erstmal beruhigen. Wusa. Wusa. Okay. Jetzt ist er aber definitiv noch da gegangen. Ich bloß nur wüsste, wo ich hin muss. Bin so weit gekommen, aber keine Ahnung, wo ich hin muss. Muss auf jeden Fall jetzt aufpassen. Wann der Köter hier seine Runde dreht. Ja, ich lasse mir da jetzt lieber ein bisschen mehr Zeit. Ruhe und Geduld. Wann höre ich den Köter? Jetzt, oder? Ja. Dieses Geräusch. Der Köter ist hier. Der Asthma-Köter. Weiß gar nicht, muss ich hier hin? Oh, nö. Ist ja auch nur ein Raum. Oh, wahrscheinlich kommt gleich der Köter, ne? Ich warte mal lieber. Ich mache lieber einen überlangen Part, als dass ich mich hier mit dem Köter anlege. So eine Angst. Ich verstehe das gar nicht. Das ist doch nur ein Hund. Ja, gut. Der zerfleischt mich sofort, aber es ist doch nur ein Hund. Ach Gott. Aber er kommt.
Könnte er schon weg sein? Oh Gott. Ich bin auch genau in den falschen Gang anscheinend reingerannt, wa? Und jetzt darf ich wieder... Ja, Mensch, bleibt unter euren Betten, ihr verdammten Geister. Jetzt darf ich wieder gucken, wie ich da wieder zurückkomme. Mann, wieso habe ich hier in dem Spiel immer so eine Begabung dafür, in die falschen Gänge zu rennen? Warum kann ich nicht hier ausgerechnet mal richtig laufen? In jedem anderen Spiel versuche ich immer den falschen Weg zu finden, damit ich Items einsammeln kann. Aber da kriege ich dann immer nur den richtigen Weg, ja? Hier klappt das nicht. Oh Mann. Aber ich will jetzt auch nicht einen Cut machen. Weil wenn ich dann sterbe, muss ich das wieder alles nochmal machen. Dann mache ich lieber keinen Cut und wenn ich dann sterbe, dann schneide ich euch das wieder raus oder so. Da kommt er. Bin doch gehört. Ich habe ihn gehört. Na, die Musik war gerade zu laut. Das habe ich ihn doch nicht gehört. Himmel. Es ist echt verdammt schwierig, sich auf so ein Hecheln von einem Hund zu konzentrieren, wenn man solche Musik im Hintergrund hat. Jetzt krabbelt da schon wieder eine Fliege über meinen Bildschirm. Aber nur im Spiel. Oh Gott. Ich muss mich raustrauen. Ich warte jetzt nochmal, bis ich hier ein Hecheln höre. Wenn ich dann wieder nichts höre, dann gehe ich gucken, weil da kann er ja dann nicht sein. Vielleicht dreht er da vorne schon rum. Ich glaube, ich habe jetzt wieder was gehört, oder? Oh Gott. Oh nein. Toll. Ich habe den Raum mit dem Luftballon gefunden. Wahnsinn. Aber wo muss ich hin? Vor allem jetzt wird's richtig schwer. Jetzt muss ich warten, bis er da hinten um die Ecke gegangen ist. Aber da ist der ja gar nicht so lang. Nee, das mache ich nicht. Ist das ein anstrengendes Level? Er kommt. Okay. Jetzt höre ich ihn dann ganz eindeutig. Ich glaube, er ist schon wieder zurück. Oh Gott, lass mich einfach rein. Ich habe so weit überlebt, aber ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich eigentlich hin muss.
So, jetzt ist die Frage, wenn er nach da geht, er muss auf jeden Fall von da kommen und nach da gehen. Ich weiß nicht, ob er weit genug dahin rübergeht. Aber ich höre ihn schon wieder. Okay, jetzt kommt er richtig nah. Jetzt ist er schon wieder dran vorbei. Lauf! Das ist auch nur eine Sackgasse. Shit. Oh oh. Oh oh. Was ist das? Ich habe was gefunden. Aber was ist das? Ich habe auf jeden Fall etwas gefunden. Aber was ist das? Scheiße. So, meine Lieben, ich muss aber jetzt trotzdem mal langsam einen Cut machen. Das sind da meine 5 Minuten Pause zum Entspannen. Also, wir sehen uns in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi.